Jetzt muss ich euch mal was zeigen, was der übelste Hammer ist. He? Guck mal her, he? Müller, totaler Zufall. He? Habe ich bei Müller eingekauft, wann war das? Am 2.10. He? Für 15,90 Euro. Rabatt 32 Cent, weil die immer 15,90 Euro, 15,90 Euro und 32 Cent, sagen wir 16 Euro, 32 Cent von 16 Euro, können wir mal rechnen, he? 30 sind 5% geben die als Rabatt. Also 5% ist einfach so, wenn du einkaufst bei Müller, gell, kriegst du auf einen Folgeeinkauf als Rabatt wieder gewährleistet. Da musst du aber hier, das ist zeitlich befristet, vom 2.10. bis 3.1. den Rabattcoupon abgegeben haben. Ich finde, das ist eine ganz feine Sache. Das ist eine ganz feine Sache, ja. Ganz fein abgeschmiert. Weil erstens, ja, motiviert es die Menschen zum erneuten Einkaufen in dem Laden. Zweitens, steigert es die Sympathie, weil sie sich denken, ey, wenn ich was gekauft habe, kriege ich ja sogar was wieder, was ich beim nächsten Einkauf spare. Geil. Hä? Drittens, ja, hast du da an was, woran du denken musst, an so einen kleinen Zwipsel da auf dem Kassenzettel. Und viertens, ja, ist es einfach ein geniales Konzept. Hä? 5% von den Kosten den Menschen wieder zu ermäßigen. Geil. Einfach geil. So, wirklich Müller, Sonneberg, allgemein die ganzen Müller-Filialen, hä? Ihr macht zwar alles nur kaputt, Alter, und macht alles nur, ey, total beschränkt, totale Homo-Scheiße, aber Müller, Alter, hä? Der Müller, das ist der geilste Laden überhaupt. Aber ich war vorhin beim Klönner, hä? Beim Klönner. Das ist so ein Schreibwarenladen gegenüber, hä? Da habe ich nicht so ein herzliches Gefühl gehabt. Da kam ich mir so abgewiesen vor. Hä? Warum? Weißt du warum? Weil Michael Vandenbrand, hä? Der früher mit Autos gehandelt hat, hä? Sonneberg Autobrand. Mein Kumpel von mir war, jetzt so drauf ist. Weil der hat nur eine Heike gehabt, weißt du? Und er denkt sich, oh ja, und das ist meine Heike, ne? Und da denkt er sich, oh, die Kleine, oh ja, und das schön die machen. Wenn der die cool findet, dann wird es meine Heike sein. So dumm ist der mittlerweile, ja? Und dann geht er dahin und erklärt der Heike, dass er mal das schön war und in der Bredouille steckt und was weiß ich. Und jetzt steckt er sie in die Bredouille und sie behandelt mich wie Luft. Ja? Obwohl ich eigentlich der kreativste Kopf von der ganzen Stadt bin. Ne, Leute, echt. Anzünden, Junge, anzünden. Egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Das war nur mal so eine kleine Randinformation, Alter, von meinem Gefühl. Wie sich das mal wieder anfühlt, Alter, wenn man von den ganzen Leuten so total bestig ignoriert wird. Weil was erreichen sie damit? Sie manövrieren sich selber in der Bredouille, wo sie nie wieder rausfinden. Viel Spaß im Garten, echt. Aber das ist, wenn sie die Werte, ne, die ein Mensch zum Leben braucht, missachten und vergessen und sich auf Scheiße einlassen. Tut mir leid, Alter, dann Mehr ist dann halt nicht mehr. Bei mir gibt es das übergeniale Ziegel, hä? Und was habt ihr? Nur Stress im Diechel. So, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Und warte, wenn das Fleisch in der Bratpfanne raushüpft. Und einfach mal mit der Hüfte winken, Alter. Ja, ich weiß, was leistungsmäßig auf euch zukommen kann und das ist nicht lustig. Nicht so scheiße, wie ihr seid, habt ihr das auch verdient. Ist halt leider so. So, hier. Also wir sehen hier Einkauf von 15,90 Euro. Wir sehen Rabatt von 32 Cent. Heute wird ein Einkauf gemacht. Ne? Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer. Ne? Sachen, die das schon braucht, um sich zu legitimieren bei der einen oder anderen Stelle. Ne? Wieder Einkauf über 15,96 Euro. Hier habe ich für 15,90 Euro eingekauft. Heute für 15,96 Euro. Ist das nicht total der Hammer-Zufall? Weil, auch hier, Rabatt 32 Cent. Sowas passiert mir zufällig, ständig. Ich kann nichts dazu. Und hier war ich bei der Postbank und habe eine Kreditanfrage gestellt. Ja? Bei der Katrin Meusel. Die kommt mir zwar loyal vor, aber Sonnenberg hat die Vorwahl 03675. Und 0951
0951 ist vielleicht Coburg, ja? Und wenn die in Coburg die Telefonnummer hat, warum arbeitet die dann in Sonneberg in der Filiale? Und warum, hä, gibt die mir erst die Hoffnung, dass ich bei ihr einen Kredit kriege, hä? Wenn ich meine Datenpreis gebe, gell? Und ich hole noch mal Rentenbescheid und was weiß ich alles, hä? Um mir dann zu erklären, dass ich keine Möglichkeit auf den Kredit habe, weil mein finanzielles Pensum zu niedrig ist. Was ja bedeutet, ja, dass wir kleinbürgerlichen Menschen, hä, schön weiter kaputt gemacht werden können. Weil ohne Kredit, hä, kein finanzieller Spielraum. Heutzutage leider, ja. Weil in allen Ecken das Geld nur aus der Tasche gezogen wird und somit die Möglichkeit reduziert werden. So, und ohne finanziellen Spielraum, ha, da fährst du nicht mit dem Zug irgendwo hin, als Rentner und Behinderter. Da gehst du nicht in den Laden, kaufst du was, da gehst du nicht ins Café, da sitzt du daheim und wirst fertig gemacht weiter. Ha? Und das unterstütze ich nicht. Weil das ist unterlassene Hilfeleistung im Notfall. Ja? Und was machen denn die damit, hä? Die sehen, alles klar, da würde die sich einen Kredit aufnehmen, ist kreditwillig, ja. Dann sehen die, was für Daten, hä? Und dann missbrauchen die das und nehmen in meinem Namen Kredit auf, oder was? Ja? Und machen unlauteren Wettbewerb? Ich möchte sie ja nicht unterstellen. Aber wenn hier die Nummer schon von Neustadt oder von Coburg ist, hä? Und die in Sonneberg in der Filiale sitzt, da passt was nicht. Da passt was ganz und gar nicht. Und das Allerhärteste, hä? Das Allerhärteste ist, gell? Ich habe mich um Kredit versucht schlau zu machen und zu interessieren, gell? Weil einfach mein Dispo ist vollends ausgeschöpft und ich habe keinen finanziellen Spielraum mehr, hä? Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, wenn meine Kontaktwege hier geblockt werden, sage ich euch ehrlich, auch wenn meine Mutter und alle nicht dafür sind, und auch wenn ich keinen Führerschein mehr habe, aber ich will ein Fahrzeug und ich will damit selber fahren können, wenn irgendwas ist, dass ich da schnell irgendwo hinkomme. Hä? So, und das nehme ich mal einfach raus, ohne Führerschein dann explizit in der Notsituation zu fahren, weil die Polizei ist ja nicht in der Lage, bei irgendwas zu helfen. Hä? Ich habe ohne Scheiß, ich habe gleich einen Sachverhalt. Also die sind ja wirklich nur noch dumm. Die sind ja wirklich nur noch dumm. So, hier, habe ich hier extra CMS Original. Rüstungskübler. Und hier ist was drin. Hoffentlich finde ich das jetzt. Ja. Habe ich ausgedruckt. Hier. Also ich habe mich für Kredit interessiert und kriege instant in meinem Kopf gesagt, dass die, die mein Leben manipulieren, zugesichert gekriegt haben, dass sie 50.000 Euro auf meinen Namen aufnehmen können. So. Und kriege dann instant noch eine E-Mail. Scheiße, das fokussiert nicht gescheit. Siehst du, das macht mein Handy wieder automatisch. Hier. Von Christian Martin Schön, cmschön@brodernmail.com, hä? Wird in meinem Namen mir eine E-Mail geschrieben. Hallo Christian, vielen Dank für die 50.000 Euro, mein Lieber. Dafür lasse ich mir direkt feinste Kristalle aus Mexiko einfliegen. Schönen Abend noch und nochmal danke. Dein Christian. Also haben wir sie nicht noch ganz klar? Eigentlich muss ich mir das antun, oder was? Hä? Und die Polizei und so, hä, die schaut datenlos zu. Da hab ich dann, weißt du was ich gemacht hab? Ich war bei der Polizei. Ich zeig dir jetzt, was ich bei der Polizei gemacht hab. Wo ist es? Wo ist das Corpus Delicti? Wo ist das Corpus Delicti? Wer ist denn das jetzt? Ah ja, meine Keule. So. Wo ist das Corpus Delicti? Wenn ich es jetzt nicht finde. Also da. Habe ich hier. Das war ja mein Briefkasten, hä? Das habe ich bei eBay bestellt, ja. Und das habe ich extra in Folie gemacht. Das war geöffnet in meinem Briefkasten. Innen drin war das geöffnet und das Innenleben hat gefehlt. So. Ja. Und weißt du, was ich da bestellt habe? Ich habe ein Induktionshandyhalter, wo man eigentlich für Kfz nimmt, habe ich bestellt, hä? Und der Induktionshandyhalter ist hier. So, da habe ich hier so festgemacht. Dann kann ich hier einfach Handy reinstellen, ne? So ist das. So, und da habe ich einen Adapter dazu gekauft, der ins Handy rein muss, dass der quasi ohne Verbindung vom Kabel einfach hier reinsteckt und er lädt. So, und das Ding war da drin.
Und das ist mir aus meinem Briefkasten rausgeklaut worden. So. Und dann gehe ich damit zur Polizei, hä? Ha, ne, für 2,70 Euro, das schicken wir nicht zur Spurenanalyse, das haben wir auch noch an der Hand gehabt, das brauchen wir nicht. Nein, nein, nein. Hä? Aber, hey, was konnte ich nochmal wieder ab 0 Eis, hä? Weißt du, für 2,70 Euro denken die Handlerschöpfung nicht, dass sie ermitteln müssen. Ne, nee, Quatsch. Das ist doch normal, dass du als Kleinbürger fertig gemacht wirst. Da müssen sie sich nicht kümmern. Ne, ne, Quatsch. Aber wie sie mich in die Psychiatrie einsperren, dass andere in meinem Leben Fusch machen können, hä? Und hier in Sonneberg Raubau betrieben werden kann, hä? Das wissen sie. 15 Mal haben sie mich mal eingesperrt, hä? Haben mich meine Freiheit gekostet. Ich suche mir die besten Anwälte der Welt, hä? Und verklage alle, die da mitgemacht haben, alle. Meine Eltern, ja? Die, deren Namen ich selten weiß. Na gut, Alex und Co., hä? Die Valentina und Blau und Blub, hä? Sonneberg Polizei und dementsprechend, ja. Im sozialpsychiatrischen Dienst, Sonneberg, explizit den Herrn Neugebauer und die Frau Frei. Hä? Und ja, und da werden wir doch mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Weil, hä? Ich brauche nicht selber mit euch Krieg zu führen, ja? Ich gehe einfach her und verklage euch. Nach bestem Wissen und Gewissen, Recht und Gesetz. Und das bestätigt mir Hiebe und alle. Weil es ja auch so ist. So, und dann habt ihr mich jedes Mal als Opfer von Straftaten eingesperrt, um nochmal Straftaten zu erzeugen. Und das hat alle Mittäter. Das will ich euch nur noch mal so deutlich sagen. So, die Post gibt mir keinen Kredit, dass ich mal irgendwie quasi mich um ein Fahrzeug kümmern kann. Das ist auch nicht drin. Ne, warum denn, Alter? Hä? Weil wenn wir den schön seine Freunde fertig machen und foltern, Alter, dann soll er nicht schnell dahin kommen und soll das klären können. Ne, da hat er ein Fahrrad, das ist noch fast runtersaugt, wenn er damit fährt. Klar. Ey, wisst ihr was, Alter? Ich hab die Schnauze voll. Das wird jetzt komplett anders. Das wird jetzt komplett anders. Und außerdem muss ich mal der Regierung, Alter, der ganzen Bundesregierung, Alter, muss ich mal einen Stock aus dem Arsch nehmen, weil die überhaupt nicht raffen, was hier wirklich los ist. Und eigentlich jetzt noch einen anderen verabschieden. Hä? So, und da habe ich halt, wie ich raus bin aus der Polizei, habe ich gedacht, fickt euch, Alter, und habe rangepinkelt. Hä? Da habe ich es gemacht wie ein Hund. Was ich nicht ändern kann, pingel ich ran und gehe weiter. Aber das habe ich noch nicht mal böse gemeint. Da habe ich mir einfach nur gedacht, vielleicht raufen die es, wenn ich ein bisschen gute Energie von mir daher mache, Alter. Weil ich bin wirklich grundloyal und das wissen alle. Hä? So, habe ich gedacht, vielleicht werden sie da mal ein bisschen so wie ich. Mal ein bisschen, weißt du so, dass sie mal wirklich an das Wohl der Bevölkerung denken, ja. Und nicht, dass die Reichen immer reicher werden. Weißt du so? Und das ist einfach das, was ich nicht packe, Alter, in dem heutigen System, ja? Das packe ich einfach nicht. Und dann können unsere Kleinstadt-Piraten-Polizisten, Alter, hä? Können an die Wand stellen und erschossen normalerweise. Ganz einfach rabiat. Die haben es nicht anders verdient. Aber das machen nicht ich. Das machen ein paar Anonyme, wenn es sein muss. Wenn es so weitergeht, puff, Ende. Aus. Ist so. Deswegen habe ich rangepingelt, dass sie mal verstehen, Alter, dass sie mit welchen wie mir nicht so umzugehen haben. Komm, der Chef an, wie so eine totale Koksnase. Nein, das habe ich gesehen, muss mal rein. Ja, da war ich mit drin. Hier, die Tür bleibt zu, und da bleibt er drin. Ja, und dann kam er an. Ja, also, das machen sie weg. Und das kommt eine Anzeige, das hat ein Nachspiel. Ja, also, ey, ohne Scheiß, der ist hundertprozentig auf Koks. Das ist ein kompletter Koks, Alter, ich schwör's euch. Und ich sage euch, Alter, wenn ihr Polizisten seid in Sonneberger PI, das können auch welche bei L bestätigen. Ich habe eine Freundin, Alter, deren Onkel war bei der Polizei mit tätig. Die haben jemanden einen Gramm Christel aus der Hand genommen, sind in die PI gefahren, haben das konsumiert. So, ne? Und deswegen hat er gesagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. So, ich sage euch, im Guten, ja, und das weiß ich nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn die weiter konsumieren, Alter, irgendwelche Nuttenvögel, Alter, irgendwelche Leute unterdrücken, weiter Straftaten erzeugen, ne? Dann lasse ich mir die volle Überwachung von denen im Polizeifunk, von ihren Handys und alles mitteilen, okay? Ihr habt die Schnauze voll. Das wird so nicht mehr weitergehen. Jetzt auch ich euch, wo ihr euch lang zu verhalten habt. Weil wenn das nämlich weiter so geht, Alter, dann muss ich rechtlich euch so seinen Arsch aufreißen, Alter, dass ihr nie wieder rauskommt und eure Kinder und eure Nachfahren und eure Enkel und nie irgendwas mehr seht. Und das wird mir wehtun.